Schön, dass ihr vorbeischaut. Heute geht es um ein neues Video. Wie lange lebt die Sonne? Was passiert mit ihr? Und was passiert mit uns, wenn die Temperaturen sich erhöhen? Das ganze Sonnensystem, unsere geliebte Sonne und unsere Erde, egal welcher Planet im Sonnensystem, sind 4,5 Milliarden Jahre alt. Also wie lange lebt die Sonne überhaupt noch? Und was erwartet uns in Zukunft? So, und leider muss ich mal wieder eine langweilige Grafik zeigen, die veranschaulicht das aber wirklich sehr gut. Wir haben jetzt hier 4,5 Milliarden Jahre hinter uns und die Wissenschaftler sagen, dass die Sonne immer heißer wird und sie wird sich vermutlich auch immer mehr und mehr aufblähen, das heißt immer größer werden, bis sie dann irgendwann zu einem weißen Zwerg endet. Die internen Verbrennungsprozesse, die chemischen Prozesse, die Vorgänge, die in der Sonne vor sich gehen, die werde ich hier nicht im Detail erklären. Also die Sonne wird ungefähr noch 10 Milliarden Jahre lang leben. In 5 Milliarden Jahren wird sie ein roter Riese sein und in 10 Milliarden Jahren, nachdem sie ein weißer Zwerg geworden ist, wird sie irgendwann verglühen und irgendwann eine schwarze, dunkle Masse sein und durchs All reisen. Es ist wirklich kaum vorstellbar, dass sich die Sonne so aufblähen wird wie ein Luftballon, nur wird sie nicht platzen, sie wird wirklich unglaublich groß. Wie groß das ungefähr sein wird, das klären wir jetzt. Wie schon gesagt, wenn die Sonne zum roten Riesen wird, dann wird sie ungefähr 10 Milliarden Jahre alt, das heißt 5,5 Milliarden mehr als jetzt und 1 Milliarde Jahre mehr als sie bisher schon gelebt hat. Das ist wirklich eine unvorstellbare Zahl, das ist wirklich sehr, sehr lange und wer meine Lichtgeschwindigkeit-Videos kennt, der weiß, wie viele Jahre es sein können, wie viele Jahre man benötigt, um durch den Weltraum zu reisen. So, zurück zum Thema. In der Mitte seht ihr die Sonne und die Umlaufbahnen Merkur, Erde, Saturn, Neptun und wie sie alle heißen. Die Sonne soll sich anscheinend bis zur Venus-Umlaufbahn ausdehnen. Hier als Vergleich, der Sternriegel erreicht nicht mal bis zum Merkur. Das heißt, die Sonne soll sogar größer als der Sternriegel werden. Schaut euch mal an, wie klein die Sonne hier im nächsten Video ist. Hier der Mars, die Venus, der Merkur. Und die Sonne ist hier nur ein kleiner Pixel. Und wenn sie sich ausdehnt, reicht sie bis zur Venus-Umlaufbahn. Das seht ihr hier jetzt. So, die Sonne hier als roter Riese und dann nochmal verkleinert zur Veranschaulichung und wieder zurück als roter Riese. So, damit du weißt, was es heißt, ein roter Riese zu sein. Wir haben einmal den größten bekannten Stern, den Stevenson, dann gefolgt von UE Scuti, gefolgt von Antares, gefolgt von Riegel, dem blauen Stern. Dann haben wir Sirius, kaum mehr zu sehen, nur noch ein Pixel, genauso wie die Sonne. Die haben wir hier. Und Proxima Centauri. Es gibt dabei sehr viele Unterscheidungen zwischen der Farbe Rot, Gelb bis zum blauen Hyperriesen, Überriesen, helle Riesen, Riesen, Unterriesen, Zwerge, rote Zwerge und so weiter, aber das möchte ich nicht so ins Detail gehen. So, nochmal als Vergleich, hier haben wir den Antares, den super Riesenstern und in der Mitte der Riegel, der blaue schöne Stern und als kleiner Punkt rechts unten die Sonne. Wenn unsere Sonne 10 Milliarden Jahre alt wird, wird sie zwar nicht so groß wie Stevenson, UE Scuti und Antares, aber sie wird auf jeden Fall etwas größer sein als der Riegel. Und hier haben wir noch die Sonne als Vergleich. Hier haben wir einfach noch einmal einen kleinen Punkt, der kaum zu sehen ist. Tja, und wie sollte es dann anders sein? Es wird eine wirklich regelrecht riesengroße Hitze. So groß wie die Sonne, so groß wird auch die Hitze über uns eintreffen. Und was die Temperaturen bedeuten, das klären wir jetzt auch gleich im Anschluss. Die Sonne mag zwar noch 10 Milliarden Jahre leben, allerdings wird es für uns Menschen schon viel früher zu einem Problem werden. Und zwar sind wir hier heute bei 4,6 Milliarden Jahren und bei 5,5 Milliarden Jahren haben wir schon ein Plus von 30 Grad Celsius und bei 6,5 Milliarden Jahren schon plus 100 Grad. Ja, und was bedeutet das? Wir leben aktuell ja in einer Eiszeit. Die Dinosaurier haben damals sogar teilweise in einer Warmzeit gelebt. Bis zu plus 20 Grad hatten sie damals. Allerdings muss ich einfach sagen, plus 20 Grad könnte die Erde vielleicht noch verkraften, aber bei plus 30 Grad sehe ich es schon wirklich sehr, sehr eng. Alles verdampft und
Bevor die Erde verbrennt oder verglüht, hätten wir vielleicht noch 500 Jahre, würde ich jetzt sagen. Es gibt aber Aussagen, die sagen, wir hätten noch ungefähr 1 Milliarde Jahre. 30 Grad sollte eigentlich kein Problem sein. Letztendlich heißt es aber für uns Menschen, wir sollten uns spätestens in 1 Milliarde Jahren uns ein nettes Plätzchen irgendwo im Weltraum in der Milchstraße suchen. Wer meine Lichtgeschwindigkeit-Videos kennt, weiß, wo wir es vielleicht hinschaffen könnten, vielleicht sogar nach Proxima Centauri. In diesem Sinne, lasst uns die Zeit auf der wundervollen Erde genießen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.